Man erkennt sofort anhand einzelner Screenshots, dass es sich bei einer solchen Landschaft nur um ein Spiel handeln kann. The Elder Scrolls V Skyrim aus dem Hause Bethesda ist ein wahres Meisterwerk und bei vielen ein würdiger Nachfolger Oblivions. Bethesda hat zudem den Spielern eine Möglichkeit gegeben, zusätzlichen Content zu produzieren, also Modifikationen, und diese auch öffentlich zu verteilen. Eine dieser Modifikationen sehen wir uns heute etwas genauer an. In Himmelsrand gibt es einige Häuser, die man als Spieler in den verschiedenen Städten kaufen und entsprechend bewohnen kann. Die Modifikation Dragonfalls Manor fügt ein weiteres Spielerhaus in die Welt hinzu, welches mit Abstand die beste Lage in Himmelsrand hat und obendrein auch noch wunderbar aussieht. Der blühende Güldengrünbaum, auch bekannt aus dem Dorfplatz aus Weißlauf, eine Statue, zwei Brunnen und ein paar Blumen schmücken den recht großen Vorhof des Spielerhauses. Es bedarf keiner Erledigung einer Quest, um Zugang zu diesem Haus zu bekommen. Dragonfalls Manor liegt an den großen Wasserfällen des Geiersees bei Ivarstadt. Auf der Karte von Himmelsrand ist der Ort bereits gekennzeichnet, das Haus muss also nicht vorher gefunden worden sein, um sich direkt zum Eingang teleportieren zu lassen. Das Erdgeschoss teilt sich in drei Abschnitte auf. Der Vorraum mit Bänken und einem Brunnen lässt zusätzlich durch die vielen grünen Pflanzen eine heimische Atmosphäre entstehen. Durch einen runden Steinbogen gelangt man einmal auf der rechten Seite in die Küche und dessen Vorratsraum, auf der linken Seite in die Bibliothek des Hauses. Durch eine Treppe gelangt man in den recht hellen Keller, in dem sich ein Schmelzofen, ein Amboss und ein Schleifstein sowie einige Trainingsattrappen und Fässer befinden. Auch die Lederverarbeitung kommt in dem Keller nicht zu kurz. Ein typischer Allround-Keller, könnte man sagen. In das oberste Stockwerk gelangt man ebenfalls mit der durch einen Brunnen geschmückten Treppe. Man merkt schnell, dass das Haus durch die vielen Details sehr liebevoll erstellt wurde. Durch den Flur gelangt man in zwei Räume. In Dragonfalls Manor hat jeder Raum seine ganz bestimmte Aufgabe. In einem Raum sind alle Zutaten für das Bereiten von Speisen vorhanden, in dem anderen kann man viel lesen oder sich gut entspannen. Dieser sehr an die freie Natur erinnernde Raum widmet sich vor allem der Alchemie. Die Pflanzen runden das Gesamtbild des Zimmers ab, sodass eine passende Atmosphäre geschaffen wird. Wie es sich in einem solchen Raum auch gehört, finden sich im hinteren Teil des Zimmers auch Schränke mit allerlei Zutaten und Tränken. Am Ende des Flures kommt man durch die große Tür auf den fast etwas zu kleinen Balkon des hübschen Hauses. Wäre in Himmelsrand nicht ein solch schlechter Tag, wie wir ihn heute erwischt haben, kann man von hier aus gut ins Tal herunterblicken. Hieran erkennt man auch wieder, wie gut die Lage des Hauses vom Ersteller der Modifikation gewählt wurde. Die vielen liebevoll platzierten Details machen Dragonfalls Manor zu einem der besten und schönsten Spielerhäuser in Himmelsrand. Einen kleinen Nachteil gibt es allerdings. Sollte die Modifikation aus irgendeinem Grund nicht mehr weiterentwickelt werden, ist die Gefahr groß, dass bei dem nächsten Update von Skyrim Dragonfalls Manor nicht mehr kompatibel ist und folgedessen alle im Haus gelagerten Gegenstände verschwunden sind. Dragonfalls Manor, eine wunderschöne Modifikation, die durch das Haus auch die Landschaft um Ivarstadt gut ergänzt, kann entweder über den Steam Workshop oder manuell installiert werden.